Willkommen zurück hier bei World of Warcraft. So, wir sind eigentlich fast fertig hier auf der Höllenfeuerhalbinsel. Wir haben jetzt noch eine Quest. Hier die Langbarts. Da fliegen wir jetzt auch hin. Machen die, um den Erfolg zu bekommen. Quest. Scherbenwelt. Wo ist es denn? Höllenfeuerhalbinsel, fehlen uns noch 6 Quests. Wir müssen halt gucken, ob das reicht mit dem, was wir jetzt da kriegen. Ansonsten, boah, müssen wir mal gucken. Taschen sind so gut wie leer. Genug Platz. Das ist doch schön. So, hier drüben ist so gesehen Questpunkt von der Horde Falkenwacht. Das ist bei uns dann der Tempel von Tel Hamad. So, da vorne. Darunter müssen wir, wo die 2 Zelte stehen. Ich habe mir heute auch extra was zu trinken hingestellt, weil ich habe gemerkt, wenn ich etwas länger am Stück streame und also aufnehme, dann fange ich ein bisschen an zu lispeln. So, Gemini Langbart möchte, dass ihr 4 Windspeer und 6 Krallenwachen der Haleshi tötet. Machen wir doch. Tobende Feldsetzer tötet 10 Stachelklauen-Feldsetzer und kehrt anschließend zu Gremli Langbart zurück. Der hier. Miren Langbart möchte, dass sie ihm ein Nethergarde-Bitter bringt. Diese Aufgabe erfordert zum Abschluss auch einen freundlichen Ruf bei der Ehrenfeste. Wir sind Ehrenfeste. Sind wir sogar wohlwollend. Also das ist kein Problem. Für das Nethergarde-Bitter. Schön. Ja, das Problem ist, wir haben ja hier vorhin schon gekillt. Das heißt, wir hätten uns das auch sparen können vorhin. In einer der letzten Folgen waren, genau, weiß ich nicht mehr. Weil wir sowieso hier nochmal müssen. Eieiei. Ja, dann machen wir erst die 10 hier. Dann begeben wir uns zur Burg Nethergarde. So. Oh, nicht weglaufen. So, komm. Fall um, fall um, fall um, fall um. Kriegst auch noch dein Fett weg. Ja, die Quest geht ja schnell. So, außer die laufen weg. Kurz mal wieder was in eigener Sache. Heute ist Dienstag. Heißt, morgen ab 19 Uhr wird wieder ein Livestream auf Twitch sein. Zusammen mit meinen 2 Kumpels. Wir machen ja jeden Mittwoch Leveln auf Hordenseite. Und also ab 19 Uhr. Auf jeden Fall so bis um 21 Uhr. Kann auch mal ein bisschen kürzer oder länger werden. Je nachdem, wie wir gerade Zeit haben. Und ja, morgen geht es dann auf Twitch weiter. Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. So, die 10 haben wir fertig. Dann, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Gute Frage, nächste Frage.
Da würde ich sagen, wir fliegen jetzt erstmal zur Ehrenfeste, fliegen vorne zum dunklen Portal. Ich habe keine Ahnung, wo wir rauskommen, wenn wir durchs dunkle Portal gehen. Dadurch, dass mit Warlords of Draenor ja so gesehen eine zweite Schermwelt dazugekommen ist und das Portal von der Allianzseite aus nur noch nach ja, Warlords of Draenor führt, habe ich keine Ahnung, ob wir in Stormwind rauskommen, wenn wir jetzt durchs Portal gehen, ob wir in den verwüsteten Landen rauskommen und vor allem, ob wir auf dem Rückweg dann überhaupt wieder nach Stormwind müssen, um da durchs Portal zu gehen, das werden wir alles dann gleich sehen. Auch was Neues für mich. Gut, da sind wir gleich da. Dann noch zum dunklen Portal fliegen. Einmal hier runter. Willkommen. Dahin. Bleibt auf dem Boden. Da ist auch noch die eine Quest, die könnten wir jetzt theoretisch machen. Also wir könnten ohne Probleme jetzt hier die drei Türme einnehmen. Große Lust habe ich jetzt nicht gerade dazu. Gucken wir mal, wie es aussieht, wenn wir wieder zurückkommen. So, ehrenfeste Wohlwollend, Freund, also Wohlwollend Hammer, freundlich brauchen wir, Nethergarde Bitter. Müssen wir kaufen. So, dann bitte lass mich hier jetzt in verwüsteten Landen rauskommen. Ansonsten müssen wir von Stormwind nämlich extra in die verwüsteten Lande fliegen, zur Burg Nethergarde. Müssen da das Nethergarde Bitter kaufen. Ja. Hier kann man, glaube ich, gar nichts kaufen. Das war auch früh Portal nach Stormwind. Vorräte. Das könnte interessant Braucht ihr etwas? sein. Nein, ist es Nein, aber von mir nicht. nicht. Arschgeigen. So, können wir da überhaupt durch? Nein, können wir nicht. Ach, was eine Kacke. Das heißt, wir müssen jetzt nach Stormwind. Von da aus fliegen wir zur Burg Nethergarde. Dann machen wir Ruhestein zurück nach Stormwind. Und ja, dann können wir direkt hier wieder durchs Portal. Und ab nach die Schermwelt zurück. Wir können dann auch theoretisch mal ein bisschen Zeug hier, Verzauberkunstzeug und Schneidereizeug aus der Tasche auslagern in die Bank. Aber das erst, wenn wir zurückkommen. Jetzt erstmal. Braucht ihr Hilfe? Och nee, den Flugpunkt habe ich ja noch gar nicht. Dann der sichere Was Hafen. liegt jetzt? Erstmal dahin. Was? Bonusereignis Haustierkämpfe. In Haustierkämpfen erhalten Erfahrungen um 200% erhöht. Für die Haustiere oder für mich? Wäre schon interessant zu wissen. Ja, wir könnten auch Haustierkämpfe machen, aber nee. Das ist mir dann etwas zu viel Hin- und Herfliegerei, weil da müssen, ja, ist auch eigentlich Blödsinn. Da machen wir später lieber so ein paar Extra-Folgen, wo wir wirklich jeden einzelnen Meistertier-Zähmer aufsuchen.
dann die optimale Gruppe zusammenstellen für jeden Einzelnen und uns die Belohnung mitnehmen. Ach, war das noch eine Zeit hier zu questen. Also Wald von Elwyn ist meiner Meinung nach das schönste Startgebiet bei World of Warcraft. Gut, von Pandaren ist jetzt auch sehr schön. Allerdings hier vom, wie soll man es nennen, Nostalgie-Feeling her. Ist es wirklich Wald von Elwyn. So, einmal hier drüber fliegen. Jetzt hätte man eigentlich auch direkt Flug nehmen können. Naja. Weil... Also meiner Meinung nach wäre es über Dunkelhain kürzer gewesen. Obwohl, sind wir jetzt gleich da. Weil hier unten ist ja der Sichtbarhafen. Man kann sich auch manchmal irren. Boah, und dann noch eine schöne Kurve geflogen. Genau. Damit man auch ja viel Zeit verbraucht. So. Da hinten ist eine Quest. Niedrigstufige Quest-Anzeigen habe ich ausgemacht. Okay. Was ist denn hier hinten für eine Quest drin? Seid gesegnet. Boah. Ne. Da kriegt man 1500 Erfahrungspunkte für. Das ist nicht wirklich viel. Aber ich verstehe nicht, warum wir die Quest angezeigt kriegen. Weil wir sind ja viel höher jetzt als da... Bei der Quest, das hier ist Questgebiet für 52 bis 54. Das sind ja knapp 10 Level unter uns. Muss man nicht verstehen. So, verwüstete Lande waren wir ja auch noch nicht gewesen. Da haben wir ja, das haben wir ja damals übersprungen. Und haben die ganzen Innis gemacht gehabt. Hier unten, hier ist das dunkle Portal. Und hier drüben ist Burg Nedagarda. 57er macht da unten rum. So, Burg Nedagarda. Da hier links und direkt wieder links, da steht der, der uns das Nedagarda Bitter verkauft. Haben wir, sehr schön. So, da drin gibt es noch eine Quest, aber hier, das, hier zu questen ist Blödsinn. Das Einzige, was wir jetzt machen, wir schauen uns mal, was ist da? Ach, den Flugpunkt können wir direkt mitnehmen. Hier ist doch auch irgendwo eine Quest da unten. Was kann ich für euch tun? Ja, auch 1595 Punkte. Hier oben den Flugpunkt nehmen wir mit. Und da vorne sehen wir schon das dunkle Portal. Von dieser Seite aus. Fliegen wir mal kurz rüber. Also der normale Weg früher war hier entlang zu reiten, weil ganz zu Burning Crusade Zeiten konnte man ja hier noch nicht fliegen. Hier durch und hier unten war, bevor das dunkle Portal, also bevor Burning Crusade rausgekommen ist, waren hier lauter Elite-Gegner. Jetzt, ach schau an, hier gibt es ja immer noch eine Quest. Tötet die drei. Gut, dann
ist es wohl so, dass sich das Gebiet mit dem Level ändert. Weil wenn wir dann Level 90 sind, ist hier ein komplett anderes Gebiet. Und wir können zum Glück hier direkt durch. Das ist doch sehr schön. Dann ab zum Flugpunkt.